Unser aller Daten sind inzwischen wertvolle Handelsware. Die Jagd auf E-Mails ist nur ein kleiner Ausschnitt. Professionelle Datenfischer haben ihre Netze beinahe flächendeckend in der virtuellen Welt ausgeworfen und die weit verbreitete Sorglosigkeit der Surfer garantiert einen guten Fang. Mit zum Teil fatalen Folgen für die Betroffenen, unser aktuelles Thema. Jeder dritte Deutsche hat das Internet schon mal nach sich selbst durchforstet. Welche Daten oder Fotos stehen von mir im Netz? Gibt es vielleicht sogar etwas, das mir einmal Probleme bereiten könnte? Ein Beispiel. Wenn ich bei irgendwelchen Vermietern eine Wohnung mieten will, dann kann es auch sein, die geben erstmal meinen Namen ein und gucken, ist das jetzt jemand, der immer bis nachts um zwei hier wilde Partys macht oder ist das eher ein ruhiger Zeitgenosse oder spielt er vielleicht Cello oder übt den ganzen Tag Klavier? Für die Suche im Netz gibt es seit kurzem besondere Dienstleister. Nach eigenen Angaben ist die meist genutzte deutsche Personensuchmaschine jasni.de. Ein Angebot der Leipziger Firma, den eigenen Ruf im Netz aufbessern. Natürlich heißt es so schön, das Internet vergisst nichts. Auf der anderen Seite, ja, verlieren bestimmte Beiträge auch mit der Zeit ihre Relevanz. Wichtig ist, dass man positive Dinge vorne anstellt. Und das kann man ja zum Beispiel mit dem Personenprofil bei Jasni machen, indem man die Suchergebnisse einfach umsortiert. Man kann aber eben auch nach Informationen über andere suchen, ohne diese Person vorher gefragt zu haben. Für den Chef von Jasni stellt das jedoch kein Problem dar. Wir zeigen ja nichts an, was nicht bereits öffentlich ist. Nur, dass jeder Einzelne letztendlich auf Knopfdruck sehen kann, was könnten andere zu ihm finden. Doch eben dieses Sammeln auf Knopfdruck wird von Experten kritisiert. Die Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt viele Dinge, die öffentlich sind, zusammenfasse und aufbereite, dann gewinnt man daraus oftmals Erkenntnisse über Menschen, die man der öffentlichen Information so ohne weiteres nicht ansieht. Für Experten fragwürdig ist zudem, dass die Unternehmen von diesen privaten Daten leben. Entweder jemand gibt mir seine Daten, dann kann ich sie weiterverkaufen. Oder aber er soll mir dafür Geld zahlen, dass er mir Daten nicht gibt oder dass ich Daten lösche. Also Geld verdienen, personenbezogene Daten, naja, das ist halt nicht sehr gut zusammenpassend. Die Forderung an Unternehmen im weltweiten Netz ist daher: Zumindest müsste ich der ganzen Sache zustimmen und sagen, jawohl, ich finde es in Ordnung, dass du hier sammelst, für welche Dinge ich mich interessiere und das hintenrum für Online-Marketing weiterverwendest. Solange dies nicht geschieht, sollte man sich genau überlegen, was man über sich ins Netz stellt. Sicher im Netz herumschwimmen, um den Netzen der Datenfischer zu entgehen? Diese Frage beschäftigt die Experten des Computermagazins CT schon lange. Der stellvertretende Chefredakteur ist uns in Hannover zugeschaltet. Guten Abend, Georg Schnurer. Guten Abend. Herr Schnurer, die Deutschen sind bei Persönlichkeitsrechten doch sehr sensibel, diskutieren unendlich über Nacktscanner und Vorratsdatenspeicherung. Woher kommt diese Sorglosigkeit im Netz? Ja, ich denke, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was sie sich da antun. Sie denken, sie stellen dort Fotos herein, die ihre Freunde angucken können. Sie denken, sie stellen Informationen hinein, die vielleicht irgendwelche Arbeitgeber interessieren könnten. Sie erstellen Profile, sie berichten über ihr Leben. Das hat erstmal zunächst einen sehr großen Spaßfaktor. Und darüber nachzudenken, dass man das alles zusammentragen kann und dann möglicherweise am Ende daraus mehr von mir erfährt, als ich eigentlich sagen wollte, darüber denken die meisten zu Anfang gar nicht nach. Spaß ist das und Informationsfreiheit. Lassen sich denn Informationsfreiheit und Datenschutz für private Daten überhaupt vereinen in diesem so offenen Internet? Naja, sie lassen sich insofern vereinen, als dass ich mir eben jederzeit bewusst sein muss, alles, was ich ins Internet stelle, ist grundsätzlich erstmal öffentlich und zwar nicht nur für bestimmte Leute, sondern für jeden. Wer entsprechend suchen kann, der findet auch diese ganzen Informationen und dann muss ich mir halt im Vorfeld überlegen, was stelle ich dort rein und was erlaube ich vor allen Dingen anderen über mich hineinzustellen. Die berühmten Partybilder, die dann später bei der Bewerbung sehr peinlich werden können, sind dann nur ein Beispiel. Herr Schnurer, was heißt das aber denn in der Konsequenz? Schutz der eigenen Daten ist also Privatsache oder lässt sich sowas auch regeln, möglicherweise mit schärferen Gesetzen? Also
Ich fürchte mal, da kann man, oder ich denke, da kann man mit Gesetzen überhaupt nichts machen. Jeder Versuch, da regulierend einzugreifen, endet erstmal an den berühmten Landesgrenzen. Und das zweite Problem ist eben auch einfach, dass Gesetzgeber immer hinter der technischen Entwicklung herhinken und ich auf diese Weise eigentlich keine Chance habe zu sehen, wo jetzt tatsächlich die ganze Entwicklung hingeht. Ich glaube, da muss jeder schon sehr genau selber auf seine Daten achten. Und grundsätzlich gilt halt, je weniger Daten da sind, desto weniger können gefunden werden und desto weniger Probleme habe ich letztendlich auch. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie einen kurz zusammenfassbaren Grundregelkatalog für uns Nutzer im Netz? Also meine drei Grundregeln im Internet sind eigentlich relativ einfach. Niemand bekommt meine Daten, wenn er sie nicht unbedingt braucht. Das heißt, weder bei Gewinnspielen noch bei sonstigen Dingen melde ich mich an. Ich stelle nur die Fotos ins Internet, die ich auch jedem Menschen auf der Straße zeigen würde. Und ich verrate über mich eigentlich nur genau das, was ich möchte, dass die Leute wissen. Und ich bitte alle meine Freunde, das ebenso zu handhaben. Und dann ist man eigentlich schon recht gut bedient. Einschätzung von Georg Schnurer vom Computermagazin CT. Besten Dank. Bitteschön. Ins Netz gegangen, Schutz vor den Geschäften der Datenfischer, das war unser aktuelles Thema. Und Sie finden ganz sicher alle Informationen dazu auch auf unserer Internetseite mdraktuell.de, ohne Netz und doppelten Boden.